Wait a moment. Warum hast du dir eine Eisenpicke? Damit ich hier weiter ausweben kann. Ja, aber bau dir doch gleich eine Tinkerspicke. Also hätte ich jetzt gemacht, darum frage ich so. Dann brauche ich die Schmelze. Ich baue mir keinen aus Stein. Ich baue mir keinen aus Stein. Kann ich auch verstehen. Ja, aber, ja klar, aber du musst ja... Egal. Wobei, ich werde mir eine wahrscheinlich am Anfang kurzzeitig machen. Ich habe mir immer einen aus Stein gemacht. Wenn dann Flint. Flint ist besser als Stein. Meine ich ja. Stein ist so das Useless-ste. Also da kannst du auch Holz besser nehmen als Stein. Ich brauche noch einen Eisenbarren. Scheiße. Es gibt halt keinen Vorteil, irgendwo für Stein zu benutzen, soweit ich es im Kopf noch habe. Und ich kann mich eigentlich mit Tinkers ganz gut aus. Dago. Hier bauen wir uns ja rein. Wollen wir uns dann hier runterbauen zum Main? Achso, ich klapper gerade noch ein bisschen die Höhlen ab, also. Ja, dann fange ich mich hier an, mal auf dir Ebene runterzubauen, denn wir brauchen sowieso Obsidian. Sicher, dass das die beste Idee ist, genau in die Richtung zu machen? Ich glaube nämlich nicht, dass du schnell genug nach unten kommst, bevor der Ozean kommt. Doch, doch. Okay. Das soll nicht das Problem sein. Boah, dauert das lange. Ich wollte gerade fragen, warum kann ich keine Gearbox herstellen? Die muss man in Dings craften. Im Minecraft-Ding-Feld. Ich glaube, mir kam eine Minute noch nie so lange vor. Deswegen braucht man mindestens 4 Gearboxen, damit das ordentlich zackig vorangeht. Was ist eigentlich der Plural? Gearboxes? Gearboxen? Gearboxen? Hat ja, keinen wirklichen Merkmal. Okay, also ich muss definitiv Optifine drinne haben. Denn ich kann eine Fackel in der Hand halten und brauche keine Sätzen. Ich hab's immer hell. Ja, es ist... Options, Moment, Video Settings, Shaders. Doch, ich kann Shader benutzen. Toll, aber ich brauche einen. Naja, ist hinzugefügt. Ja, aber warum steht das dann bei mir nicht? Wer weiß. Kann deswegen sein, weil Optifine nicht unter kein Forge braucht und deswegen. Nee, du kannst es einmal im Vanilla über Java installieren und einmal als Mod in den Mod-Ordner schmeißen. Und dann wird es als Mod angenommen. Aber ist es keine Forge-Mod? Die steht aber trotzdem standardgemäß eigentlich immer drin bei mir. Selbst bei Ceftech und bei diesem Omniostus Busbus Ding, was du mir hier gegeben hast, das Modpack. Genau. Aber könntest du trotzdem Fackeln setzen? Hab ich eine. Was? Ich hab eine hier unten gesetzt. Oh. Ich setze sie dann auf dem Weg nach oben, weil ich hier, Eisen, noch mehr ausgraben muss, weil wir hauen uns jedes Mal den Schädel ein. Tin, nice. Wieso muss hier jetzt auch einer von diesen Blaze-Viechern sein? 14. Vor allem spawnt die auch, obwohl ausgeleuchtet ist? 13. Ja. 12. Musste mal F7 drücken, das siehst du doch. Oh, Gold. Wo. Ja, hier ist ausgeleuchtet, Ike. Dann hat sie sich den Weg zu uns gebahnt, die Sau. Ja, die kann doch auf Licht spawnen. Also hier ist alles weit und breit hell. Ja, gut. Dann ist er einfach ein Arsch. Drauf. Ja, haben wir natürlich Dreams, nicht. Warum hast du schon... Au. Warum hast du schon ein Bett? Weil ich Schafe in meiner Nähe habe. Wir können auch ein Bett machen. Wir haben genug Strings und 4 Wolle.
Wir bräuchten auch theoretisch nur eins. Nein. Erstmal, weil das reicht, um die Nacht zu überspringen. Wie viel Eisen brauchst du jetzt noch? Einen. Ich habe 22. Was? Ja, ich bin schon unten auf Höhe 11 und farm hier fleißig ab. Ja gut, ich bin noch nicht auf Höhe 11, weil man ja vieles am Anfang braucht, was nicht auf Höhe Dir-Ebene ist. Aber Dirs brauchst du auch zum Anfang fürs Portal. Welches Portal? Neta-Portal. Das ist ja, das ist nicht Anfang, wenn man es genau nimmt. Für mich schon, wegen Villagern. Hast du überhaupt schon eins gefunden? Was? Ein Portal? Ein Dorf. Wieso Dorf? Wir bauen das Portal und tamen uns die Villager selber. Viel Spaß. Ich bin raus. Goldapfel? Hatte ich, glaube ich, schon vorher gesagt. Goldapfeltrank der Schwäche, das war's. Und dann 5 Minuten warten. So kann man nämlich unsere Felder automatisieren. Zumindest die Vanillafelder. Also Essen ist nun wirklich nicht das Problem auf Continuum. Nö, bei mir ist es gerade die Picke. Meine ist kaputt. Vor allem, weil man durch diese ganzen Claim-Truhen immer Essen in den Hintern gestopft bekommt. Was ist denn das für eine Torch? Die gefällt mir überhaupt nicht. Die wird weggemacht. Das ist die normale, die man immer verwendet. Stone Torch, nee, hier steht eine Stone Torch. Ja genau, das ist die normale, die man auf Continuum immer verwendet bei meinen. Willst du mich veröppeln? Ich habe richtige Torches. Ja, aber warum? Es ist die größte Holzverschwendung der Welt. Nö. Oh, doch. So, wir haben die ersten 6 Gold. Hey, das werde ich noch nicht schmelzen. Das machen wir dann in der Tinkerschmelze. 16, so. Ich werde sowieso schon merken, dass mir dieses Modpack alle Kräfte rauben wird. Ach, warum? Weil ich mit dir mehr am Team bin. Du Arsch. Warum? Das ist ja wahr, wir diskutieren recht viel gerne mal. Ja, und? Ist da nicht so schlimm? Ist auch nicht schlimm, ist einfach nur... Das plus Continuum ist Abfuck. Och nö. So, Betten haben wir jetzt auch. Ja. Läuft bei dir. Was, Vivo? Ach so. Ich kann mich gerade nicht anders verteidigen. Ich höre doch schon wieder ein. Töte es, bevor es Eier legt. Ah, hier ist ja das Grog-Rezept angepasst. Ist es das? Ja. Es gibt halt auch das Rezept, dass du ein Clayball, ein Sand und ein Gravel zusammen craftest. Aber das ist dann eher das vereinfachte Rezept. Weil ich glaube, das normale ist wirklich so. Ja, es ist eine der Möglichkeiten, wie du Grout craften kannst. Und das auch vanillamäßig. Halt von der Mod startmäßig eigentlich.
Achso, dann haben sie es halt einfach nur ausgemacht. Erze können wir tatsächlich da oben reinhauen. So. Na, schon deutlich schneller. So. Das muss hier rein. Ich habe uns jetzt eine zweite Gearbox gebaut. Okay. Oh, 30 Sekunden noch. Vielleicht kommt die vierte und fünfte Gearbox. Dritte und vierte. Mehr als vier braucht man nicht. Mehr als vier geht auch, glaube ich. Ich glaube, du kannst theoretisch unendlich viele ransetzen. Man kann so viele ransetzen, wie man will, aber die bringen dann nichts mehr. Okay. Ich habe sowieso ein riesen Hungerproblem gerade. Ach, es ist Tag. Hast du schon ein Eisenschwert? Nee, nur ein Steinschwert. Reicht aber auch, Alk. Nö, ich mache uns jetzt direkt Eisenschwerter hier. Was soll ich? Ich brauche ja was zu fressen. Kann ich die Juices haben? Ja, kannst du mitnehmen. Ich kann dir auch noch hier geben. Ich habe noch Blaubeeren, Brot, Steak, Maple Sirup und Reis. Gut. Du kannst dir gleich ein Schwert rausnehmen. Kannst du mir noch mal kurz ein bisschen Eisen zuwerfen? Falls du noch gebranntes hast. Ja, eins habe ich noch da. Okay. Warte ich kurz. Dann geht's hier weiter. Ich mach dann die Tinkers-Tische. Ganz in Ruhe. Okay. Was war das? Das mal habe ich mir so angewöhnt. Oh. Ich habe einmal alle Blueprints von Tinkers. von die Mercer. Oh, ich habe Eisen. Vier Stück. Dann habe ich die erste. Was hast du von dem Master? Alle Blue-Pausen. Blueprints. Hm. Aus der Claim-Chest gerade bekommen. Das ist halt nice. Hier von Immersive. Habe ich nichts hergestellt. Habe ich einfach nur gerade bekommen. Tue ich auch noch mal da rein. Das. Sensitive. Partbilder. Pellam Chest Tool Station. Perfekt, die kommt da rein. So, das und das. Was fehlt jetzt noch? Kannst du dir auch aufstellen gleich? Ja, warte mal, irgendwie erkennt er. Ah, jetzt Toolstation fehlt noch. Und dann habe ich alle. Crafting Table. Quest erledigt. Wir haben eigentlich einen relativ großen Vorteil. Wir müssen alles nur einmal craften, kriegen aber die doppelte Belohnung. Ja. So. Das Smelter Pattern. So. So. Ach, die schöne Slingshot, die so viel braucht. Yay. Oh, bitte nicht. Das kommt schon mal da rein. Dann brauchen wir jetzt Sand und Bricks. Sand ist schon drin. Ja. Nein, gerade.
Ach, den Killen machst du schon? Killen? Nee, Smeltery Items. Nee, ich mach, also erst mal, ich mach den Killen als Quest. Okay. Ich hab's in meinem Leben gerade gecraftet. Fuck. So, wo hab ich's denn? Ich mach mal direkt wieder Tag. Jo. Reicht echt einer, um Tag zu machen? Merkst du doch die ganze Zeit gerade. Das letzte Mal habe ich nur gesehen, dass du dich hingelegen hast. Nicht, dass Tag war, weil ich unter Tage war. Es steht ja aber auch danach im Chat, dass es Tag wurde. In dem Punkt bin ich gleich wie Alka, als würde ich den Chat lesen. Ja, passt als Team sowas von zusammen. Ich brauche jetzt, ich kriege 2 raus, das heißt, ich brauche 4 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, schon wieder das ganze Holzchen. 4 mal 2 sind 8. Da geht schon wieder das ganze Holzflöten. Ich habe nur noch 3 Planks und 2 Wutz im. Ne, 4 Wutz im Gepäck. So, hier Tin kann hier oben mit rein. Da kommen die Erze rein. Okay. Das, das, das und. Ach, Binding immer noch. Oh Gott. Alks Kopf wackelt komisch. Dein hat von Ogans merkwürdig gewackelt in der ersten Aufnahme. In der zweiten, wenn man es genau nehmen will. Naja. So. Dann wird jetzt auch nicht losgefarmt. Ach, hält ernsthaft? Oh Mann. Sechs, sieben, acht. Und das da. Was gab's denn? Oh, Redstone. Wollte ich schon immer haben. Oh, das ist interessant, dass das funktioniert. Das wusste ich gar nicht. Wusstet ihr, dass man mit rechts nach Hau auf was angepflanzt ist, macht, dass man dann das im 9x9 Feld abbaut? Nein. Nee. Okay. Ich auch nicht, bis ich gerade was ab. Warte, was mit. Ich meine, mit Linksklick. Nach Hau mit Linksklick irgendein Feld abbaut, also was angepflanzt ist. Wird im 3x3 Umkreis herum alles abgeerntet. Gut zu wissen, ne? Ja gut, durch Pams erntet man es ja nicht ab, man rechtsklickt es ja meistens. Ja, aber bei von Pams ist die das nicht, da ist nur das ganz normale Rechtsklick. Ja genau, aber das meine ich ja, man braucht es ja theoretisch hier nicht abbauen, weil man es rechtsklicken kann. Nee, ich wollte was abbauen, weil ich mich verplantet habe, also was, weil ich was anderes an der Stelle haben wollte. Ja, mein Smeltery Controller ist bald fertig. Das in die Mitte, das dahin und zack ich ja. Nur noch 20 Sekunden für ein Werkzeug. Okay.
für ein Werkzeug? Ja, nein, der Dings hier. Ich habe eine dritte Gearbox gebaut und das reicht erstmal. Naja, ich würde noch die vierte machen wegen dem Dingsbums Battery Controller. Der ist doch recht langlebig. Und wir haben das Eisen. Ich bringe schon wieder genug Eisen mit. Das reicht locker, was wir hier haben. Ja, also warum geizen? Ich würde es echt machen. Aber da können wir uns eine Eisenrüstung auf jeden Fall erstmal machen. Würdest du unterwegs noch ein bisschen Holz mitbringen? Daran hapert's gerade. Ich bin unter Tage, also. Ja, warte, dann gehe ich schnell da hoch. Nein, dann später. Nö, ich gehe jetzt schnell was holen. Wir haben ja hier die Bäume. Da können wir hier dann oben drauf, wo ich gerade die Bäume fälle, auch die dann später die Windräder bauen. Mhm. So, Holz habe ich. Wofür war Perry dort nochmal? Für Tech Reborn, das ist sehr spätes Tech Reborn Zeug, das kannst du polarisen und alles. Ja, und da kriegst du wieder besonderes Zeug raus. Also mitbringen. Ja, mitnehmen tue ich eh immer alles. So, vierte Gearbox steht. Okay. Oh, 15 Sekunden nur noch für Eisensachen. Guck, ist doch schöner. Läuft. Kannst du mir sowieso gleich wieder eine Picke bitte bauen? Dann mache ich das gleich direkt. Ich habe ja noch was. Denn die kann ich vergessen. Ich dachte, du wolltest auf Tinkers gehen. Tinkers Schaufel. Schaufel nehmen, verwende ich immer gerne. So, Picke ist in 4 Sekunden fertig. Hier, ich mach dir am besten noch eine zweite. So, so, so. Warum hab ich Andesite im Gepäck, hä? Farm. Da, nimm raus und auf die zweite musst du noch kurz warten. Ist schon. Silver Ingots, 4 Stück. Bremst du das Eisen durch, weil ich dann den Tinkershammer brauche, nicht den Tinkers, den Immersive-Hammer brauche. Den kannst du auch von der, ne, den musstest du für die eine Quest machen. Kriegst du den bei der einen Quest? Nee, den musst du mal herstellen. Ja, ich werf gerade Modpacks, die ich in letzter Zeit gespielt habe, durcheinander. Hey, ich hatte doch mehr als nur ein Stick. Hast du Sand im Inventar? Nee, ich brauchte das doch für den Killen. Ich musste anstatt Sand Sandstein durchhauen dort. Aber ich kann dann gerne was. Hast du eigentlich abgebaut? Ich kann dann gerne was farmen gehen. So, nächste Quest. Die. Ach, das war da drüben. Lexica Technica. Geht voran hier. Jetzt kann man die ganzen Kackbücher hier reinhauen. Gedanke, du musst deine Bücher nicht mit dir rumschleppen, bis auf das Questbuch. Da wollte ich TL2 sowieso noch fragen. Welche Taste gibt es dafür, TL2? Weißt du das? Grave. Oh Gott, wo ist Grave? Was ist Grave? Keine Ahnung. Nee, das waren die Achievements. Weil ich wusste, dass man das mit irgendeiner Taste immer öffnen kann. Jedenfalls hatte ich das so in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, welches Grave ist. Ich habe gerade nur nachgeguckt, welches der Startsieger ist. Ich hab's bei drück, mir auch. Darko, drück mal Z. Das weiß ich schon. Ich glaube, ich habe das bei mir sogar ausgeschaltet, ne? Wenn mich nie alles täuscht. Mit dem Questbuch.
Ja gut, weil ich behalte es auch auf jeden Fall erstmal im Inventar. Ja, das ist das Einzige, was ich auch behalte. Aber alle anderen Bücher haue ich dort immer rein. So. Können wir dann Bronze in ganzer Ruhe hier herstellen? Das ist schon mal nice. Oh, das war ja so schlimm. Das war ja so schlimm. So, stimmt, du bist Darko, bist du über Tage oder unter Tage? Wie, ich bin über Tage oder unter Tage? Na, du gehst da Sand farmen. Das ist, mache ich hier um die Ecke gleich. Dann zieh trotzdem die an, falls es wieder Nacht wird. Ich mach direkt Tag, wenn Nacht wird. Musst du nicht, du kannst es auch gerne mal Nacht lassen. Ich habe noch keine Rüstung und alles. Wir auch nicht. Darko hat als einziges jetzt die Schuhe gekriegt von mir.